Ja, gut, 3-0, dann kann man auch sagen, dass das verdient war. Auch dem Spielverlauf entsprechend, denke ich, war es okay. Wir haben uns in den letzten Jahren nicht immer ganz so glücklich angestellt in den Derbys, waren oft sehr nervös in diesen Partien. Umso mehr freut es mich, dass wir da heute doch, ich denke, von Anfang an auch sehr souverän aufgetreten sind und hier den Gegner doch weitestgehend im Griff hatten. Ja, heute 0-3 verloren. Wir waren von Beginn an nicht so spritzig wie auch in den letzten Spielen, was uns ausgezeichnet hat. Wir haben in den letzten Spielen immer ein gutes Umschaltspiel gehabt. Das war heute so nicht vorhanden. Sind mit dem Platz nicht zurechtgekommen, haben versucht, viele halbhohe Bälle zu spielen, die dann auch nicht den Abnehmer gefunden haben. Letztendlich heute nicht zu unserem Spiel gefunden. Norderstedt war da einfach immer den Moment vor uns am Ball. Und dann haben wir einfache Fehler gemacht. Dem 0-1 geht ganz klar im Halbfeld ein Foul voraus, was niemals fallen darf letztendlich. Freischuss sehen wir nicht gut aus. Ja, 0-2 und 0-3, beides individuelle Fehler. Da war das dann schnell gelesen. Norderstedt letztendlich sonst zwar Ballbesitz überlegen, aber von den Chancen her war das jetzt nicht drückend. Aber wir heute eine ganz schwache Leistung. Nicht das, was wir in den letzten Spielen gezeigt haben, wo wir oft sehr stark waren, mannschaftlich geschlossen waren, in der Offensive auch sehr gefährlich waren, konnten wir heute einfach die Leistung so nicht abrufen. Naja, also ich sag mal, das 3-0 direkt mit Beginn der zweiten Halbzeit ist natürlich schon sehr wichtig, denn wir haben schon erwartet, dass Condor jetzt nochmal richtig mit Dampf und Druck da aus der Kabine kommt. Die Jungs sind immer heiß. Ich habe die ein paar Mal gesehen, auch in den letzten Spielen. Also die sind immer hoch motiviert. Von daher war das schon Balsam auf die Seele, dass uns dann gleich am Anfang der zweiten Halbzeit der Treffer geglückt ist. Klassenerhalt ist unser Hauptziel, das muss man einfach sagen. Und klar, das ist natürlich, jetzt macht natürlich Spaß, jetzt oben mitzuspielen. Aufstieg ist sicherlich nicht unser Ziel. Wenn wir uns länger oben halten können, wäre das schön. Aber solche Leistungen wie heute zeigen, dass wir da vielleicht noch nicht angekommen sind. Aber wenn wir uns im oberen Drittel da oben festbeißen können, wäre das ganz klar richtig gut für die Jungs auch. Das muss man einfach sehen. Wir haben im Gegensatz zu vielen anderen Mannschaften einfach sehr viele junge Spieler. Auch heute wieder. Also mehr als die Hälfte der Mannschaft ist junger Jahrgang. Das setzen wir uns in der Hinsicht schon ab von der Konkurrenz einfach, die viel mit dem alten Jahrgang auch spielt. Und ich glaube, wenn wir dann den November durch haben, dann wissen wir auch tatsächlich, wo wir stehen. Dann geht es schon fast in die Rückrunde und ich glaube, dann kann man sich so ein bisschen orientieren, wohin die Reise hingeht.